Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Komm zurück. Ich habe einen Platz gefunden, wo ich bleiben werde. Das letzte Mal, da war ja jetzt noch nichts. Warte mal, ich muss erstmal checken. Genau, ich muss erstmal, ich nehme ja wieder Sauerstoffflasche, Treibstoffflasche. Hatte ich noch eine Treibstoffflasche? Ich nehme lieber immer zwei, wenn ich unterwegs bin. Genau, so. Und dann, warte mal, ist das weg? Nee, es ist da geblieben. Ich hatte nämlich mitgekriegt, dass die Sachen verschwanden. Das ist mir aufgefallen, als ich mich wieder eingeloggt hatte. Ich bin jetzt ein paar Stunden hier rumgeflogen. Also ich bin dann losgemacht wieder und gestartet mit dem Ding. Und rumgeflogen und habe jetzt hier ein Eissee. Sagt man das? Eissee? Eissee gefunden. So, machen wir das Bakes. Was ist da oben? Press K. Ach ja, es gab ein Update. Aber das, ja, das lasse ich jetzt erstmal. Gut, bot. Nee. So, genau. Also. Es gibt ein. Oh ja, und dann. Hier sehen wir die Einschläge. Ich habe ja die Einstellung, also die Gefahr, die Umweltgefahr, sage ich mal, die habe ich auf normal gestellt. Also nichts. Also ich habe es drinnen gelassen, aber nicht schwer, sondern auf normal. Und das bedeutet natürlich, es gibt Meteoriteneinschläge. Die sind an sich gar nicht so schlecht, weil die manchmal Kram bringen hier. Hier irgendwie nie viel, also eher homöopathische Dosen, aber Eisen in dem Fall, ne? Genau. Ja, na gut, das Eisen, das Eis kommt dann auch. Das brauchen wir sowieso. Ja. Insofern, warte mal hier. Ich glaube, das reicht schon. Das ist ja genau nochmal sowas. Und, aber was eben sinnvoll ist, dabei ist eben auch Gold und Silber und Platin und sowas manchmal. Und das hilft schon am Anfang ein bisschen. Aber, sobald ich ja hier, das hat so einen Radius etwa, dort wo ich bin, schlägt das ein. Sobald ich halt hier eine Basis baue oder so, bombardiert es die Basis. Das heißt, ich werde die hier, warte mal, was ist denn hier? Was ist? Ach, wenn man vom Teufel redet. Nächster Meteoritenschau. So, dann nehmen wir halt alles mit. Ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Na, Platin, 8 Kilo, doch, das ist okay. Eis und Eisen, genau. Das war Platin, na dann versuchen. Reingeschlagen, sieht man die? Oh, hier sieht man sie. Oh. Okay, da könnte einschlagen. Okay, das ist in Ordnung. Macht weiter so, Jungs. Gab's was? Nee. Mal sehen, ob es hier was raus gibt. Nee. Naja, eben, wie gesagt, das ist so ein bisschen gering. Aber ich werde jetzt hier mit dieser mit diesem Eissee im Vordergrund werde ich mich hier einbuddeln. Also, ja, ist die Frage. Ich könnte natürlich. Hier, warte mal, ich könnte natürlich hier dieses Plateau nehmen. Hier dieses Plateau. Und mich dann hier in den Berg buddeln, sodass ich, sage ich mal, die wichtigen Dinge im Berg habe. Und hier vorne dann mache ich dann trotzdem halt eine Plattform und Gebäude. Und ich denke mal, da ich die Nanitenfabrik habe, kann ich die dann auf Reparieren einstellen und die repariert mir dann die ganzen Sachen weg, wenn ich Energie und so weiter habe. Und da ist das eigentlich auch okay. Was ist denn hier drüben? Ach, hier sind auch Einschläge. Ja, die sind eben so weit verteilt. Insofern denke ich mal, nö, das waren keine Einschläge. Oder sind wieder weg? Oder? Silikon, doch, irgendwie. Ach, im Eis drinne. Unterm Eis vermutlich. Uranium, na super. Ich meine, ich hatte schon mal was gefunden auf dem Weg hierher. Aber das ist nett. Das ist nett. Warte mal, da könnten wir uns eigentlich mal hinbohren. Mit Rechtsklick bauen wir nichts ab. Andererseits, ich könnte das Eis ja sowieso gebrauchen. Oder? Ja,
das heißt, das Eis ist so viel da und 40 Meter, da machen wir lieber. Ja, da bildet es nämlich kein Eis, sondern man kann einfach total bohren. Einfach nach vorne drücken. Dann sind wir schon bei 20 Metern. So, warte mal. Das ist jetzt, glaube ich, bloß normales Gestein. Genau, das ist jetzt das Eis. Und jetzt bohren wir uns durch Gestein. Okay. Noch 14 Meter. Das haben wir, ne? Da haben wir es. Genau, super, super, super. Natürlich anderen Modus einschalten. Genau, das haben wir, das Uran, ne? Genau, 200 Kilo. Ja, dann hatte ich das Gewicht, das hatte ich erhöht auf 10 Mal. Ich hatte mich da eigentlich an den offiziellen Servern dann orientiert. Ich hatte erst alles 5, hatte ich ja gesagt. Aber das habe ich geändert. Und dann habe ich gesehen, ja, die offiziellen Server, die haben auch 10. Ich dachte, naja, okay, ist ja gar nicht so schlimm, viel. Aber es passt natürlich mehr rein, ist klar. Das kriegt man dann schon mit, eben wenn man dann hier abbaut. Das Ding ist im Nu voll. Da oben sehen wir die... Warte mal, ich nehme das hier mit. Das verschwindet dann zwar irgendwann nach einer Weile. Wie viel haben wir noch? Ach, das lassen wir. So. Warte, wo geht's raus? Wo geht's raus? Hier geht's raus. Ja. Das ist cool. Nee, das ist lässig. Das ist lässig. Das heißt, wir haben Magnesium hier, Uran. Warte mal, was haben wir hier hinten noch? Magnesium. Silizium. Naja, auf jeden Fall. Hydrogen, ja, das ist ja immer Info. Da muss ich mal sehen, ob ich die da lasse oder ob ich die ausstelle. Gott. Refill, ja, das mache ich alles. Ja, kein Stress. Ja, stimmt, wenn ich dann Speicher ausstelle. Warte mal. Das ist dann hier. Hier war ich doch noch nicht. Ach, ich bin ja voll. Alles klar, bringt ja nichts, würde rumliegen. Ja, genau, so machen wir das. Also das ist eigentlich ein guter Platz hier. Ein cooler Platz, das ist ein cooler Platz. Und ich habe ja jetzt hier Eis. Also Eis ist ja wichtig. Eis hatte ich nämlich gar nicht gefunden. Ich hatte nur durch diese Meteoriteneinschläge ein bisschen Eis gefunden und dachte schon, das wird knapp, weil ich bin dann auch rumgeflogen, also mehrere Stunden rumgeflogen, ohne einen See zu finden. Aber jetzt denke ich mal, das klappt. Was sind das? 22.000, ne? Genau, Komma ist amerikanisch und ist tausender Stelle. Punkt ist es Komma bei uns, so rum ist es. Also 22.000 Kilo. Yep. Und dann sehen wir hier, warte mal, das sind 8%. Die hauen wir hier rein, gezogen und gefüllt und wieder rüber. Und derweil wird hier Platin und Stein wird verarbeitet. Gut. Da oben halte linke Maustaste. Das hatte ich da gerade gemacht. Und dann machen wir das mal weg da oben. Hä? Machen wir es mal weg. Ich werde das gleich mal schauen, indem wir mal hier checken, was das ist. Warte mal, holen wir woanders hin. Rechte Maustaste haben wir. Linke Maustaste und aufpicken. Alles klar, da haben wir es da gemacht. Jetzt mal wieder mehr. Wahrscheinlich Nickel, ne? Kann das sein? So, F. Hallo. Press F to pick up. Habe ich gemacht. Rock. Wahrscheinlich Gestein. Okay, das habe ich jetzt hier nicht. Na gut, dann machen wir das mal kurz weg. So. So. Ja, okay. Da wollen die echt Stein haben, ja. Gut.
Das eine hat das andere zugeschoben. Und das ist Silber oder Eis? Das ist wahrscheinlich nur Eis. Genau, und über solche Klümpchen habe ich mich dann gerettet und dachte, okay, mal sehen. Vielleicht wird es ja mal mehr. Aber wurde es nicht. Bis ich dann irgendwann geflogen bin lange. Das ist Platin, ne? Und dann diesen See gefunden habe. Gut. So, also, wir fliegen zurück. Suchen wir mal dieses Signal nach, weil das ist immer cooles Zeug. Und was auch sich lohnt, warum sich das lohnt ist, gehen wir rein bitte. Silber, genau, Silber war es. Nickel, super. Ist, man kann dann, hier kriegt man dann die ganzen Sachen. Ich habe jetzt hier diese Sachen aktiviert und diese Sachen hier, die könnte ich eigentlich auch aktivieren. Was sehe ich aus? Oh, scharf. Super scharf. Super scharf. Dann kann ich die Tools, kann ich dann ebenfalls gestreift Gewehr. Okay, wie sieht das aus? Im Leoparden-Look. So, warte mal. Also, muss ich mir mal von vorne anschauen. Ach, super, im Leoparden-Look. Achso, warte. Achso, warte, stopp. Das habe ich da auch immer wieder eingestellt. So, genau. Na, das ist doch lässig, ne? Im Leoparden-Look. Scharf. Und mit dem richtigen Visier. Sozusagen. Genau. Was ich nämlich machen wollte, war dort nochmal hinfliegen. Und Energie ist noch okay. Und das Checken 3 Kilometer ist okay. Ja, mir ist nämlich dann auch passiert, weil ich das ganz am Anfang ansprach, dass, dass wahrscheinlich das Inventar irgendwie nicht gespeichert ist. Ich habe das jetzt geändert. Auf alle 5 Minuten wird gespeichert. Vorher waren es, glaube ich, 10 Minuten. Das hieß, als ich einen Server verlassen habe, Inventar, okay. Oh, ich habe gar keine Muni. Ja, egal, brauche ich nicht. Da waren die Sachen, die ich innerhalb dieser 10 Minuten gemacht habe, die waren dann weg. Das war blöd. So, ich denke mal, wenn jetzt mehrere auf dem Server sind, so wie es jetzt der Fall ist, dann ist das entspannter, aber weil der Server sich dann ausschaltet, dann auch nach einer Weile. Naja, das habe ich jetzt aber geändert auf 5 Minuten, sodass das jetzt niemanden, dass das weniger passieren dürfte. Aber wer jetzt als letzter oder so auf dem Server ist, der, das würde Sinn machen, wenn der dann noch kurz wartet. So, dann ist hier dieser Schalter. Den kennt ihr ja vom letzten Mal. Und genau, wollte ich nämlich gerade sagen, das lohnt sich zu machen, weil ihr kriegt dann hier verschiedenen Content. Was ihr gerade gesehen habt, das könnt ihr dann euch sozusagen ausrüsten. So was. Alte Dinge. Ja, das mache ich jetzt. Wollte ich nämlich gerade machen. Zack. Auseinandergenommen. Achso, das ist rausgefallen. Alles klar, das war jetzt die verbindende Box. Ja, und das ist eigentlich, das ist eigentlich auch nett, weil das ist quasi die Möglichkeit. Warte doch mal. Warte doch mal, mein Sauerstoff ist low, ja, aber ich hab Flaschen mit. Genau, das ist so ähnlich wie in anderen Spielen, wenn man dann, hier schmatzt der Boden, wenn man dann, wenn da irgendwie Meteoriten einschlagen oder so, dann ist das hier quasi, ist das so eine kleine Versorgung. Ja, dann habe ich die, warte mal, das nehme ich mal aus der Hand. Die Spinnen habe ich deaktiviert. Erstmal. Nicht, weil ich die jetzt... ich werde die dann immer mal wieder aktivieren und deaktivieren. Ich muss mal sehen. Aber ich fand das, als ich in diesem Raumschiff hier, also in diesen Ländern,
den Lander-Dingsbums da saß, das fand ich dermaßen nervig, dieses Geräusch dann nach so einer Stunde, weil die kommen ja immer. So, und ich denke mal, ich werde es immer sporadisch mal einschalten und wenn es mir dann wieder auf den Senkel geht, dann schalte ich es wieder aus. Oder so. Und vielleicht ist das auch, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja, mal schneller. Vielleicht ist das ja, wenn man im Berg baut oder so, ist das anders. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, oder ob die wirklich überall hinkommen. Warte mal, was war das? Ach, das sind nur Büsche. Okay. Ja, von der Performance bin ich eigentlich auch zufrieden. Also das war im Gegensatz zum vor einem Jahr oder so. Da war das ja alles ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wer sich da erinnern kann, wenn man so die alten Sachen noch sieht. Das war irgendwie nicht sehr performant, oder? Sagt man so? Performant. Ach hier, warte mal hier, checken wir mal. Das ist wahrscheinlich nur Eisen, ne? Ist lohnt sich fast gar nicht, das Ding rauszuholen. Das ist ebenfalls ein. Ja, rotes Eisen, alles klar. Gut, also, ich werde Folgendes machen. Ich werde dann, ja, ich überlege jetzt, ob ich jetzt, wir könnten natürlich dann da hochfahren. Ja, wir könnten eigentlich gleich umsetzen. Das können wir ja heute noch machen. Wir setzen dort auf die Plattform. Das Eis ist jetzt da. Das ist jetzt genügend. Die Sachen, die hauen wir hier alle schön rein. Das ist immer cool, muss ich sagen. Das ist super cool, diese Dinger. Also, ja, das muss ich einzeln machen. Dann, genau, ja, ich könnte jetzt das ausrüsten, aber das, ich hebe mir die erstmal auf. Und check das erstmal, weil wenn ich die hier drinnen lasse und neu reinkomme, dann ist das alles weg, was ich im Inventar habe. Ich muss das immer erst drüber tun. Moment, ich glaube, die Pyrokammer, da durfte es glaube ich nicht sein. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wie es war. Ja, mal sehen. Okay, also wir sind, fliegen jetzt unseren Platz an. Das heißt K. Und ich hatte mir das hier auf die Thruster gesetzt. Genau, mach mal alles an. 12 Stunden. Mal sehen, wie viel es ist, wenn ich starte. Und dann entriegeln ist die 2 und los geht's. Gut. Boah, wie sam. Ja, das ist dann eben schon ein bisschen realistischer hier. Und wenn du hier irgendwie nicht aufpasst und irgendwo dagegen donnerst, dann geht das Schiff kaputt. Das habe ich ja, das ist auch eingestellt, aber ich glaube, es ist sowieso im Survival-Mode. Glaube ich. Und dann das, natürlich muss man aufpassen mit den Triebwerken. Die machen Schaden hier. Also im Prinzip, so wie es normal ist. So. Ja. Yeah. Da mache ich dann hier so eine Rampe runter. Genau. Und die Frage ist natürlich, ich könnte... Ja, wie mache ich das? Mache ich das? Oder dort drüben, da in diesem Berg. Der ist natürlich gleich steiler. Kann ich irgendwie ein großes Tor machen? Das hier vorne ist relativ flach. Kann ja hier... 50 Meter ist okay. Hier kann ich ja dann... Ich kann ja hier so rüber machen. Und hier wird dann so der Eingang zur Bergfeste. Genau. Genau. Ja, ja, doch, doch. Da wird der Eingang und hier vorne mache ich dann, baue ich dann alles zu. So, das setzen wir uns mal. Vorne ist der Ausgang. Das setzen wir uns. Egal wie rum, ne? Ist ja eigentlich wurscht. So, das kann natürlich auch schräg sein, das muss ich jetzt mal checken. 6 Meter. Weil das fixiert sich dann auch gleich relativ sofort. Sehen. Das wäre schon.
Warte mal, ich check mal vorne. So. Dass ich halt sozusagen... Jetzt, jetzt sind wir fest. Ja, sind wir fest. Alles klar. Das dockt dann nicht gleich an. Wir machen die Triebwerke aus. Ja, brauchen wir keine Energie. Und das hat man gesehen, 12 Stunden Strom. Das ist gut. Und es wird noch fleißig Uran verarbeitet. Genau. Hier unten haben wir jetzt 70 Kilo Uran. Ich denke mal, das hält eine ganze Ecke. So, und damit das, damit ich nichts einbüße, haue ich die Sachen alle wieder rüber. Mache jetzt erstmal Päuschen. Ich werde dann so anfangen. Das Einzige ist natürlich falsche Seite. Das Einzige ist natürlich ich baue mir vielleicht irgendein Bohrgerät. Also irgendein Fahrzeug muss ich schon machen, weil das ist ja sonst eine Zumutung hier mit der Hand. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht, genau, das wird das nächste Ziel oder Projekt erstmal sein, dass ich einen Bohrer baue, der so waagerecht hier so reinbohrt. Gut. Liebe Leute, das war's erstmal. Von der Front hier. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder.